maintenance announcement. Plans. Bins will become full. Bins become full. Und damit herzlich willkommen zurück bei Two Point Hospital Sandbox Mode. Wir sind... ja... naja, gut, wir sind halt immer noch am Ausbilden. Und jetzt fehlt es uns halt gerade wieder massiv an Allgemeinärzten. Da mangelt es auch extrem. Ja, also wir werden weiterhin die Warteschlangen ein bisschen ausdünnen. So, Spritzenhaus. Tschüss. Ja, ich brauche halt unbedingt neue Sachen. So, er zum Beispiel hier. Komm mal vom Klo runter. Ja, 81 ist ein bisschen wenig. Komm mal runter vom Klo, bitte. Haben wir hier noch einen? Nee. Da wurde einer nicht geheilt. The Health Inspector. Ja, 85. Also 90% hätte ich gerne. So, okay. Das Upgrade haben wir gleich freigeschaltet. Er hat zu lange gewartet. Ja, ich weiß. Ausbildung muss halt erstmal fertig sein. Dann geht das Ganze auch nochmal ein bisschen fixer. Die sind alle neu. Die können wir alle nicht verbessern. Restocking manually. Medikamentenmixer 2. Sehr schön. Dann können wir das nämlich upgraden. Als erstes Objekt. Und wir gehen auf... Auflösungslabor haben wir sogar schon 500. Ach, was brauche ich denn? Eigentlich die Farbtherapie bräuchte ich. Okay, machen wir die Farbtherapie. Chirurgie brauche ich definitiv. Okay, da stirbt direkt wieder einer. Da stirbt noch einer. Ah, es geht ein wenig bergab. Mit die Leute. Ja, wir müssen unbedingt... Ärzte und sowas holen. So, Beförderung. Können wir alles machen. Entwesung habe ich nicht. Da fehlt einer, da fehlt einer. Habe ich kein freies Personal? Ach so, weil Kleid Schweiß gerade in der Dings unterwegs ist, ja. Aber wir müssen nochmal einen einstellen. Verliebt sich. Nö. Lustig. Ja, den könnte man schon mal nehmen. Ständiges Ziel. Zufriedener, muss öfter zur Toilette. Inspiriert, unterhält andere Leute mit Tanzschritten. Süß Malafort können wir nochmal holen. Dann sagen wir, du gehst bitte in die Entleuchtungsklinik und du machst bitte die Enttopfung an. Ja, wie heißt das? Töpferei. Topferei. Töpferei ist was anderes. Ja, die müssen wir auch alle nach und nach nochmal ausbilden. Krankenpfleger. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Warum habe ich in der Zirkustherapie 2? Ja, ich weiß. Ich brauche neue... Ne, ich brauche eigentlich nicht mehr Ärztezimmer. Ich brauche einfach nur mehr Ärzte wieder. Aber die beiden sollten ja hoffentlich bald fertig sein. Ich glaube, einer ist schon fertig. So, Allgemeinmedizin. If ever you have found yourself at a loss as to the correct usage of the English language, you may enjoy my popular guide to good grammar. A public service I perform with no so, Malafort und Schweiß machen bitte Behandlung. I fear your underdeveloped vocal abilities would make this quite impossible. Quite possible. Malafort und Schweiß machen bitte Behandlung. So, Beförderung. Wir upgraden gerade. Das bringt uns ein paar Tote weniger, möchte ich mal behaupten. Ja, die müssen alle diagnostiziert werden erstmal. Doctor to psychiatry, please. Psychologen, wobei wir haben da hinten jemanden. Ah, okay, hier warten zwei. Ah Gott, die jährlichen Awards. Ich glaube nicht, dass wir allzu viele dieses Jahr kriegen. Ich werde auch gleich mal alle öffnen. Oh, 6 Dinger. Wir kriegen den Patientenpreis. Hm, okay. Krankenhaus des Jahres sind wir auch geworden. Sehr schön.
cool. Geht dann das Krankenhaus, das dieses Jahr die meisten Preise abgeräumt hat. Ach so. Ah, danach geht das. Ja, na gut. Ja, mit 6 Preisen. Keine Todesfälle. Ich weiß nicht, ob wir das jemals erreichen werden. Und höchstes Prestige. Da müssen wir auch noch ein bisschen dran werkeln. So, du bist Topfboy. 95%. Bei dir wissen wir auch, du musst in die Frakturstation. Farbtherapie haben wir nicht. So, Beförderung nochmal. Nee, euch müssen wir behandeln. Hier, du, wenn du vom Klo runter bist. Ja, du hast Rockenrolitis. Das sehe sogar ich. Da haben wir niemanden. Und hier haben wir auch nochmal jemanden. So, Station. 83. Ja, hier den Rockenrolitis-Typen. Direkt in der Psychiatry. Ah, Farbtherapie haben wir bald. Müssen wir noch ganz kurz ein bisschen warten. Da brauchen wir aber nochmal jemanden. Achtet stets auf Hygiene, kann man machen. Und zufriedener. Dann. Ach, Farbtherapie. Ich hätte mal gucken sollen, ob. Was wollte ich jetzt machen? Genau, Kleidschweiß macht nur hier. Ihr drei teilt euch das quasi, wobei Farbtherapie gleich noch kommt. Chirurgie kann ich auch noch nicht machen. Ich bräuchte hier auf jeden Fall auch nochmal einen Personalraum. Oder ein Pausenzimmer. So, ein paar Spindis. Ja, ein Fenster können wir mal reinsetzen. Bringt auch nochmal Prestige. Die Automaten können wir auch beide nochmal hier hinsetzen. So, ein Abfalleimer. Hast du eigentlich noch was dazwischen? Nee. Fuego. Klimaanlage muss hier auf jeden Fall noch rein. Please leave toilets as you would hope to find them. Not as you'd expect to find them. Und I have only one word to say to you today. Trousers. Oh, hier haben wir gar keinen Mülleimer. They protect against sunburn and knobbly knee syndrome. Take heed, dear listeners. So, Chirurgie haben wir nicht. Weiterbilden nicht jetzt. Und. Oh, Farbtherapie abgeschlossen. Super. Dann machen wir als nächstes. Wir machen das Upgrade in der Kardiologie und wir gehen auf Farbtherapie. Okay, es muss 3x4 sein. Dann könnten wir das theoretisch auch Trousers hier hinsetzen. Farbtherapie, weiß ich gar nicht, ob ich das jemals schon gebaut habe. Okay, Abfalleimer in die Ecke. Ein paar Fensterchen. Feuerlöscher brauchen wir auf jeden Fall. Klimaautomatik. Gut, da stirbt wieder direkt jemand. Super. Eine Uhr. Und hier gibt's auch. Wie viel Cooler schauen wir? 100. Hier gibt's auch das Bild Farbe, oder? Mumifizierung, Schildkröte, Anatomie, Rockenrolitis, Pixellose, nee. Anatomie, nee, na gut. Dann, so, Farbtherapie. Ja, und das macht ein Krankenpfleger, ne? Ja, super. Ganz großartig. Diagnostik. Da müssen wir also einen Krankenpfleger einstellen. Gut, dann habe ich einen Arzt zu viel. Dann machen wir es doch so. Genau, ihr seid auch beide fertig. Ihr drei teilt euch quasi die beiden. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt haben wir 6.
Okay, dann haben wir Dennis Klopfer tatsächlich noch als Freien. Den könnten wir vielleicht zum Psychiater machen, den Dennis. So, der Dennis wird mal noch Psychiater. Fraktur? Nee, und Beförderung können wir aber machen. So, da stirbt wieder jemand. Ja, und dann brauchen wir hier noch jemanden. Lustig, ist okay. Unterhält Leute. Der ist schon mal raus. Ständiges Ziel und schlau. Und langweilig. Unterhält Leute mit tollen Tanzschritten. Bringt Leute zum Lachen. Ich würde sagen, Miss Mason wird's. Und die arbeitet bitte nur nach Farbtherapie. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass ich nochmal ein paar Leute hier upgrade. So, schön. VIP ist zufrieden. Assistenten 3. Wir könnten die beiden eigentlich mal upgraden. Machen wir uns einen von außerhalb. So, ihr beiden bitte, kriegt mal den nächsten Kurs. Orbi-Stiftung verlässt das Krankenhaus. So, da ist noch ein... Oh. Ein Geist? Wo kommen denn diese Mäuse her? Maintenance announcement. Bins will become full. Okay, kriegen wir noch mal ein bisschen Ruf, aber Ruf müssen wir fast sowieso schon am Maximum haben. Ah, da ist noch eine. Nächste Beförderung. Ja, unsere Ärzte werden schon deutlich besser. Das freut mich. Krankenhaus. Attraktivität von 70%. Wir haben 60%. Entwesungsanlage haben wir nicht. Aber anscheinend die Allgemeinmediziner sollten jetzt erstmal gerade ausreichen. So sieht es zumindest erstmal aus. So, da kriegen wir nochmal ein paar Bänke hin. Und vielleicht noch einen Abfalleimer und eine Pflanze. Nurse required a general diagnosis. Wobei, die könnten wir eigentlich auch hier hinsetzen. Und da könnten wir meinetwegen nochmal einen Zeitschriftenständer bauen. Broschüre. Klimaanlage. Ja gut, hier hinten ist noch ein bisschen kalt, warm. Ah, hier müsste ja auch nochmal eine Klimaanlage hin. Okay, stellen wir sie erstmal provisorisch da auf. Müsste eigentlich passen. So, ihr habt tatsächlich fast gar keine Leute mehr. Das ist sehr gut. Ausbildung läuft. Ja, das werde ich nicht schaffen. Können wir gleich mal abbrechen. Sehr gut. Geheilt. Ich bräuchte vielleicht nochmal... Was? Haben wir Stromschlag diagnostiziert? Stromschlag. Das passiert, wenn man gleichzeitig ein Messer in einen Toaster und eine Gabel in eine Steckdose steckt. Der Patient möchte sich behandeln lassen, dafür wird folgende Schocktherapie. Habe ich noch nicht. Wo ist der Patient? Ah, darunter verstecken sie also auch welche. Hallo. Unter den Klimaanlagen. Fies. Mann. Also Klimaanlagen, auch noch so ein Teufelsgerät. Okay, so, ihr müsstet, ja, erst bald fertig. Dann hätten wir einen dritten Psychologen. Sehr gut. So, wo ist er? Da. Genau. Ihr drei teilt euch quasi die zwei. Da haben wir ihn übrig. Forscher sind Forscher. Und da
Okay, also Ärzte passen erstmal. Chirurgie später. Krankenpfleger. Ich denke mal, eine Apotheke sollte ausreichen, oder? Kundenbetreuung 2 abgeschlossen, sehr gut. Heißt, wir können wieder ausbilden. Frakturstation. Kevin Macht müsste ich eigentlich mal ausbilden zum Stationspfleger. Oder Stationsverwalter. Und Ärzte, haben wir da auch nochmal welche? Hier Allgemeinmedizin. Könnten wir zum Beispiel die auf Stufe 3... Aber da warte ich auf... Na, obwohl. Skiver und Hengst. Können wir mal machen. Allgemeinmedizin 3. Dann geht das noch schneller. Kostet mich zwar richtig viel und wir werden gerade oder gleich wieder Probleme kriegen, dass wir alle Leute abarbeiten können, aber ich glaube, es bringt uns enorm viel. So, 90, 90. Zum Beispiel 93, der ist okay. So, den hatten wir. Und hier, ja, Oscar. Da wissen wir, was er hat. Und dann geht's weiter. So, also, das haben wir. Da sind wir auch noch so weit in Ordnung, was die... Wo ist der hin? Was die Warteschlange betrifft. Da ist jemand ein bisschen krank. 90%. Monobraue. Oh ja, das sieht man im Gesicht. Die Monobraue. Da ist noch jemand. Knochiger Hintern. Spritzenhaus benötigt. Haben wir leider nicht. So, ah, das wäre so ein Schocktyp. Okay, er wurde leider nicht positiv behandelt. Das würde ich mir gerne mal angucken. Farbeimer. Das habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Oh, einen Patienten. Der müsste ja relativ weiß sein. Ach, das ist der Hausmeister, wa? Ja. Wo ist denn der Patient? Warum läufst du denn hier hinten eigentlich rum? Ah, da. Okay, das muss ich mir mal angucken. Das habe ich mir tatsächlich selber auch noch nicht angeschaut. So, bitte einmal hinstellen. Ein bisschen Farbe ins Gesicht. Ah. Okay, jetzt kommt grün. Ja. Oh ja. Sieht sehr... This is Ricky Hawthorne on Two Point Radio. This is Ricky Hawthorne, bringing talk, music and sehr asiatisch aus bis jetzt. Two Point County. And if you're listening to us from the newly opened hospital, just turn up that volume, because nothing drowns out the sound of sick people. Okay, like 63% übrigens nur. Ah, schade. Coming up next, 42 hours of music from the background band. Enjoy. From the background band. Okay, so, Geschmäckerle. Schmuddelsohlen. Füße, die so schmutzig sind, dass sie vermutlich nie wieder sauber werden. Die reinste Bakterienschleuder. Ist er hier, oder was? Okay, da erkenne ich gar nicht das Krankheitsbild. Alter, was hat er denn? What the fuck hat er denn für eine Krankheit? Okay, da ist wieder ein Farbloser. So, wir müssen auch ganz kurz wieder Leute durchschleusen. Ah, okay, hier ist keiner. Und dann gucken wir uns nochmal ein paar weitere Menschen an. So. Ja, Spritzen aus haben wir leider nicht, sorry. Maintenance announcement. Bins will become full. Kopfsalat. Neue Krankheit.
Der Patient ist völlig perplex, wird häufig durch Konfrontation mit neuen Informationen hervorgerufen, die ein völliges Umdenken erfordern. Nach eingehender Analyse dieses Zustands haben Wissenschaftler folgende Gleichung aufstellen können. Verstand gleich erschüttert. Leider hat diese Gleichung sich als völlig nutzlos herausgestellt. In eine Psychiatrie. Ist Kopfsalat. Okay, die haben hier so einen Hoodie auf. Dauer schon 195 Tage. Ja, so ein Krankenhausaufenthalt, das zieht sich manchmal. So, was hast du denn? Diagnose benötigt. Was hast du? Diagnose benötigt. Okay, wissen wir noch nicht. Manche Leute sind auch für mich neu. Oha. Sterbeserie 1. Woody Skipper. Sind die Fortbildung fertig? Ja, sehr gut. So, hier zum Beispiel ja auch eine 94 bei Tick Chumberland. Den können wir auch direkt weiterschleusen. WC-Warzen. Oh, was ist denn los? Okay, da muss jemand kotzen. Nurse to the pharmacy. Hallo. Ey. Ach, da ist sie, die Nurse. Schwester Polly Nerd. So, da wird erstmal Medikamentencocktail gemischt. Entwesungsanlage haben wir nicht. Mülleimer ist voll. Ja, Diagnosesicherheit. Also ich würde gerne... Oh, da ist jemand ausgerutscht. Du musst in die Frakturstation, Gesichtsfraktur. Aber ich würde gerne die Menschen bei 100%iger Sicherheit direkt behandeln. Also sie sollten nicht nochmal zum allgemeinen Arzt. Bringt uns zwar Geld, ist mir auch klar. Aber den Luxus kann ich mir fast nicht erlauben. So, schaffe ohne einen Todesfall. Gut, wir probieren's. Schon wieder so ein Cocktail. Chirurgie haben wir noch nicht. So, streitet gern. Unterhält Leute, ständiges Ziel. Inspiriert, braucht nicht so schnell eine Pause. Super. Brandon Limone. Herzlich willkommen. Wir sparen uns erstmal noch ein bisschen Geld an und gucken uns einfach noch mal ein paar Patienten an. So, du hast Fraktur. Ah, was bist du denn für ein Clown? Auf dem Weg zur Annahme. Beförderung. Kann ich eigentlich meine Forscher nochmal entwickeln? Also gibt es hier Forschung 2? Nee. Ah, ihr könntet aber machen... Naja, gut. Emotionale Intelligenz bringt nochmal Zufriedenheit. Oder Ausdauertraining. Das würde ich, glaube ich, ganz gut finden. Chefassistent. Gut, sparen wir uns auch noch ein bisschen Geld. Lehrtempo auch 140%, sehr schön. Und der andere Forscher, Merrill Stoss. Hallo. So, Lerntempo 180%, sehr schön. Und ihr kriegt beide Ausdauertraining. Und ich würde noch mal ein paar Hausmeister ausbilden. Also ich hätte sehr gerne noch... Ich würde mal Limone, Dachs und Soße alle in Geisterjäger ausbilden. Latrine und Heuler meinetwegen. So, geschätzte Dauer 34 bis 37 Tage. Floppy-Scheiben diagnostiziert, brauche ich eine Chirurgie. Also Chirurgie sollten wir demnächst mal in Angriff nehmen. Und Chirurgie läuft über Ärzte. Okay, dann müssen wir also nochmal zwei Ärzte einstellen. Okay, wird unleidlich. Hygienisch inspiriert und verbessert die Gesundheit von Patienten. Oh, heilerisch begabt. Okay, Lester feucht. Sehr guter Mann. Hygienisch auch gut. Und hat Leute auf Langweilt. Ah, schade. Aber Jürgen Vorhang. Ihr beiden
seid meine neuen Chirurgen. So, jetzt brauche ich nur noch freie Weiterbildungsplätze und dann kriegt er mal Chirurgie. So, kann ich Leute hier noch irgendwie schnell durchschleusen? Nee. Also hier zumindest nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Da, da hat jemand eine neue Krankheit. Saure Knochen. Tritt auf, wenn einem der Zorn bis in die Knochen fährt. Wird mitunter durch Piraterie ausgelöst. Wird auf der Frakturstation behandelt. Wer war das? So, hier 91 ist auch super. Portishead. So, Spritzenhaus kenne ich nicht. Noch nicht. Wer war denn der mit den sauren Knochen? Frakturstation war hier oben irgendwo. Diagnose benötigt. Sie hat saure Knochen. Okay. Was machst du denn jetzt? Was? Rezeption? Aber warum sind denn hier so viele von diesen Wühlmäusen? So, habe ich hier noch irgendwo eine stehen? Da hinten sind noch ein paar. Da verstecken sich aber gerade keine. Oh, Entschuldigung. Nee. Try not to sleep in the sick. Gut, ich weiß gar nicht, ob Mäuse hier reinkommen, aber wahrscheinlich nicht. Are your salt levels dangerously low? No! Eat some briny brittle. The taste of the sea right in your mouth. 24 hours a day. Ausdauertraining abgeschlossen. Sehr gut. 2-Point Radio. Ihr macht bitte Chirurgie. Wir brauchen Dr. B. Pepper und Jürgen Vorhang. So, ihr beiden werdet, wie gesagt, meine Chirurgen. Wenn ihr ausgebildet seid, dann können wir auch die Chirurgie bauen. So, wo kommst du denn schon wieder her? 2-Point Radio. Sterbeserie 1. Und wieder zwei Tote. Fracture Ward. Die Geisterjäger sind noch aktiv. Da ist alles gut. Hier, Frau Pudding hat Entenschnute, helles Köpfchen. Nee, kann ich gerade erstmal nicht gebrauchen. So, da waren wir gerade. Warteschlangen hier, NASA kleinlich, hat auch Disco-Fieber. Warum wird denn das hier nicht in den Müll geworfen? Rodney Wumms, dreckiges Mundwerk. 85 Tage, das ist aber entspannt. Was hat er denn? Thomas Narrich. Beinauer. Ja, stimmt. Der humpelt ein bisschen. Spritzenhaus habe ich nicht. Und Achtung. Oh nee, schon wieder ein Erdbeben. Gut, das Erdbeben tun wir uns morgen an und dann gucken wir uns auch mal die Chirurgie an. Was wir da alles für Patienten haben, die wir heilen müssen. Bis morgen, meine Lieben. Haut rein. Ciao, tschüss.